Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Bad der Marsch, hier in Thüringen. Wir werden weiterhin die Silageraum spielen, weil die Wand ein bisschen verbackt ist. Und das leicht, ne? Aber leider ist das so. Und hier ist auch, ich habe in Kirche gearbeitet, da wo ich stehe. Und da wo das Grüne ist, da gibt es die Silage weg. Entschuldigung. Und wir müssen jetzt mit unserer Kehrmaschine hier durch die Wand stoßen und dann das Grüne, die Texte gut entfernen. Dann können wir es retten. Dann können wir noch einen Großteil der Silage aufnehmen, was wir sonst nicht könnten. Also dieser Berg werden wir fast nicht wegkriegen, weil wir hier nicht mit dem Kelch herankommen, da hier Gerätschaften rumliegen. Ne? Also den Laternenpfahl kann ich ja verkaufen, aber das eine Stück hier kriegt nicht weg. Dann müsste ich mir irgendwie was Hartes nehmen, Presslufthammer oder sowas, keine Ahnung, aber das glaube ich nicht vorgesehen. Müssen wir sehen, dass wir ein bisschen zurückfahren und mal sehen, wie viel wir möglich davon kriegen. Sobald er hier fertig ist. Ja, solange er jetzt hier arbeitet, lassen wir ihn arbeiten, ne? Dann nimmt er ganz gut auf. Er hält sich unter Verlust nach sommerlichen Grenzen. Sonst wäre das ärgerlich gewesen. Ne? Also, oben drauf ist Silage und unten drunter ist grün. Ne? So wie drüben. Drüben ist er gleich in grün. Anführungszeichen grün. Grün drücken, grün. Ne? Hier ist er nur auch fertig. Gab die Meldung vorhin. Und hier ist es noch deutlicher zu sehen. Ne? Wie es im Prinzip in der Wand reingeht. Und da wird das Problem sein. Und das ist die Kehrmaschine, die macht es halt gut weg. Hier vorne werden wir nicht viel machen können. Schauen wir mal den LKW gleich weiterfahren. Und dann ein bisschen umbauen, denke ich mal. Oder auch nicht, dann wird man so laufen. Kann man dann mal kehren. Aber das Förderband ist schon ganz gut, das ist weniger, also wie ein Radlader. Das heißt, wir müssen uns hier durchstoßen. Das heißt, ist ja nicht so der Beton, dass wir da jetzt reinkommen. Ne? Der kommt ja so nicht rein. Das ganze Problem. Da ist es auch nicht rein, aber mal sehen. Ich muss ein bisschen anders fahren. Also. Und irgendwie durchstoßen. Hier ist eine Ginge. Ja, weiß nicht. Da drüben rechts. Alles drin. Das ist aber schon gereinigt. Okay. Das ist ein bisschen, naja. In Anführungszeichen blöd, ne? Aber wir das machen. Hehehe
So. Das ist schon Wahnsinn, ne? Aber gut, was wir machen, ist ja so blöd. Mal gucken, wo hier vorne was ist. Da ist uns grün. Da müssen wir hin. Und da hat er keine, da nicht durch. Ah, jetzt hat er durch. Grüne muss weg. Das ist zu hoch. Gerade gekommen, ja. Nicht weg, gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt ist es sauber. Okay. Hat er noch nicht gespielt. Scheiße. Dieser hier vorne kommt nicht ran. Wegen der Geschichte hier. Und jetzt müssen wir hier mal sehen. Ich glaube, der LKW ist voll. Oder? Ja, müsste dann nicht voll sein. Den nächsten Hänger ranschieben und dann gleich weitermachen. Nee, ist nicht voll. So. Gucken wir das drehen. Und vorne ein bisschen nach vorne fahren und dann mal sehen, weiter geht's. Zurück. Gehen wir vorwärts an die Kante. Ja, so Stück für Stück hier muss alles hin. So, dann kann er das auch nehmen, ne? Gott sei Dank auch. Einige hunderttausend, die wir jetzt gerettet haben. Man ist ja nicht das Geld, was nur fehlt, das ist das zweite Hange dabei. Ah, das ist ja nicht Arbeit umsonst, das ist das Allerschlimmste. Dann muss er endlich hier Kubik reinfahren, um das erstmal da hinzukriegen. So, gleich voll, dann mal den nächsten nehmen, dann können wir ja gleich gucken. Wo wollt noch? Gleich weiterkehren, ne? So. Mal schauen,
wie weit wir noch machen müssen. Ab hier. Also im Grunde ein Stückchen weiter. Das ist schon das Baum. Was sagt das? Haben wir eine Kettensäge da? Ja, dann weg damit. Rüberfahren können, dann geht's ja dabei. Sogar ein Problem. Hochfahrrad mit Blocking. Müssen wir aber fertig sein normalerweise. So, wo ist er? Ah, der wird voll sein. Ich mache stark an. Das Display haben wir keinen. Macht aber nichts, wir haben ein Lager, danke, ne? Stroh haben wir, ist so kein Platz. Stroh ist voll, nicht Kapazität. Aber ist voll. Erstmal lassen, vielleicht kann man ja weitermachen lassen. Also viel ist da nicht mehr. Da werden wir gleich uns ins Dings fahren. In unseren Mischfutter. Okay. Ist ja auch so. Und jetzt haben wir noch einen Plan. Machen wir uns hier rein, den Rest. Läuft noch. So, dann können wir noch Schwung Heu kaufen her und dann geht weiter. Oh, ist gut, das funktioniert. So. Hier steht ein Baum. So, die Schau, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier immer Tschüss und ciao, ciao. Man hört sich und sieht sich dann vielleicht die Folge. Tschüss.